Sex, Sales. Und darum starten wir gerade mit einer richtigen Ladung Erotik. Für mich ist die Wahl in Nationalrat nicht ein unvorbereiteter Sprung ins kalte Wasser. Und wer jetzt meint, der Kandidat würde nur mit seinem Bodybuilder-Körper punkten? Nein, selbstverständlich nicht. Der hat sogar einen der romantischsten Filme von allen Zeiten mit sich selber nachgedreht. Halten Sie sich an der Reling fest. Die Augen bleiben zu, nicht aufmachen. Nein. Schön festhalten. Schön festhalten. Und nicht die Augen aufmachen. Vertrauen Sie mir. Es ist soweit. Ja. Halt dich fest und lass nicht meine Hand los. Und wie auf der Titanic braucht es bei meinem Untergang natürlich auch da gute Musik. Bitteschön. Auf einer religiösen Frieden, ja nicht jemanden zu gefährden, soll jetzt auch das Kirchli in ein Bistro umgebaut werden. Wenn ihr das nicht wollt, und wenn ihr auch wollt, dass in der Drogenpolitik wieder nicht mit Köpfen gemacht werden, dann wählt mir Daniel Beutler, EDU Kanton Bern. Guten Morgen, dürfen wir Ihnen über Gott und die Welt sprechen? Nein, aber gleich über dein Leben nach dem Tod. Wir haben Erotik, wir haben Gesang. Jetzt fehlen nur noch dir. Ich bin Christine Bühler und ich bin Bäuerin hier in Tavan im Berner Jura. Und ich bin Mutter von 3 erwachsenen Töchtern. Das ist unsere Kuh Albula. Sie ist 4-jährig und hat schon 2 Kalber geboren. Also eins weniger als sie. Aber ihr fragt euch jetzt natürlich zu Recht, was hat das mit Politik zu tun? Sehr viel. Mit Aussenpolitik. Der Albula, ihr Vater, ist ein amerikanischer Stier, der Denzel. Das zeigt, dass die Globalisierung auch im Kühlstall schon längstens Einzug gehalten hat. Darum stehe ich auch für eine offene Aussenpolitik. Unsere Aussenpolitik sieht also künftig nicht mehr so aus, sondern so.